Alle wissen, dass sie nach dieser Saison die Karriere ja beenden wird. Und jetzt geht das hier gleich los. Die 60 Besten also aus dem Einzelrennen stehen hier bereits in vier Startkorridoren. Gabriela Sukalova ist die Gejagte, die 24-Jährige aus Tschechien. 17 Sekunden dahinter dann Daria Domracheva, weitere 2 Sekunden Veronika Vítková, ebenfalls aus Tschechien, die 0 Fehler geschossen hat im Einzel, deshalb auf dem Podium gelandet ist. Und dann kommt schon sie, dann kommt Franziska Hildebrand, 26 Sekunden sind es. Das gesamte Feld wird binnen 2:30 starten. Es gab ja so eine kleine Diskussion, wenn das Einzel vorgeschaltet ist, ob die Abstände dann genauso fair sind, wie wenn es ein Sprint gewesen wäre. Ich glaube, das kann man sagen. Die ersten 50 auf alle Fälle, da ist ein Abstand wie bei einem ganz normalen Sprintrennen auch. Also für mich eine gelungene Probe. Es hat das zwar in der Vergangenheit schon mal gegeben, aber letztendlich war dieser Einzelwettkampf vorgeschaltet genauso attraktiv als Ausgangssituation wie ein Sprint. So, Laura Dahlmeier wird hier rausgetragen von 17.000 Zuschauern, die wir heute hier in Ruhpolding erleben. Lautstark wie an allen Tagen. Insgesamt während dieser Woche 66.000 Zuschauer und Fans aus vielen Nationen, viele Norweger da. Auch russische Fahnen sehr zahlreich mittlerweile an den Weltcup-Strecken. Hier haben wir Cyril Eckhoff, junge, ganz starke Norwegerin in diesem Jahr. Mit der Startnummer 30 dann die Kanadierin Megan Heinicke. Ich habe es gesagt, es sind kurze Runden, 2 Kilometer lang nur, aber die hat es in sich. Ja, wir haben vor allen Dingen diesen Anstieg, den wir gerade bei Rico Groß gesehen haben. Da haben wir Sven Fischer gebeten, dass er uns den mal vorstellt. Dieser Anstieg hat einen Höhenunterschied von 18 Meter, ist 115 Meter lang, hat eine durchschnittliche Steigung von 16% und man sieht sehr schön an den immer geringer werdenden Abständen dieser Querlinien. Er wird auch steiler, also oben sind es ungefähr 19% und bis man oben ist, hat man ungefähr 6 Stockwerke eines Hauses überwunden. Also auf diesen 115 Metern, da müssen Sie 5-mal hoch und von der anderen Seite ganz genauso wieder zurück, auch diesen Höhenunterschied überwinden. Ein doch schwieriger Bereich dieser 2-Kilometer-Runde. So, jetzt sind es nur noch ein paar wenige, die dort stehen. 4, um genau zu sein. Die letzte, die sich qualifiziert hat, war die Französin Bollier. Und ganz bitter, dieser 59. Platz für Olga Zaitseva. Nach wie vor tun sie sich richtig schwer. Einmal auf dem Podest ist sie ja gewesen in Oberhof in der letzten Woche. Aber in Richtung Sotschi passt das Gesamtkonstrukt in der russischen Mannschaft noch nicht zusammen. Zumindest bei den Frauen, muss man sagen. Hier haben wir jetzt diesen Anstieg, den wir gerade vorstellen durften. Gabriela Sukalova jetzt auf dem Weg und man sieht es sehr schön. Also zunächst mal, es hat keine Strafzeiten gegeben. Alle Athletinnen sind korrekt gestartet. Es wurde die Strecke wiederum präpariert mit Salz. Sie ist dadurch natürlich hart, hat den Vorteil, dass es also nicht tief wird für die Sportlerinnen. Der Nachteil ist, die Ski sind schwierig zu präparieren, immer mit diesem ganzen Gesalze. Das Salz laugt die Beläge aus, man weiß nicht genau, wie wird das Wachs reagieren in Zusammenarbeit mit dem Belag. Durchaus ein Thema, das in diesen warmen Wochen jetzt durch alle Wettkämpfe, die wir begleitet haben, immer wieder vorkommt. Deshalb sind auch immer wieder unterschiedliche Leistungen binnen weniger Tage zu erklären. Kommt hinzu, dass es hier heute Nacht einen Sturm gab, ein wenig, es hat ordentlich geregnet, gestürmt. Jawohl, super. Dadurch ist die Strecke ein wenig auch verunreinigt worden. Ja, zwei hinter Sukalova, gut so, schön konzentriert arbeiten. Viel im Wald und dadurch fallen natürlich bei Sturm die Nadeln, die Tannennadeln, die Fichtennadeln von den Bäumen. Und man sieht es hier, da wird die Strecke etwas schmutzig. Die Ski nehmen wieder Schmutz auf, werden dadurch langsamer. Es ist nicht einfach, also für diejenigen, die diese Ski präparieren müssen, hier die richtigen Mischungen zu finden. Veronika Vítková mit viel Selbstvertrauen aus dem Sprint ist hier kurz vorbeigegangen an Daria Domracheva. Und vorneweg also 17 Sekunden war der Vorsprung beim Start für Gabriela Sukalova. Zwei Siege also von Beginn an seit Östersund im gelben Trikot. Einmal nur musste sie es abgeben für ein Rennen. Dann hat sie sich wieder geholt. Im vergangenen Jahr hat sie sich auf ein komplett anderes Niveau katapultiert.
auf ein anderes Level und läuft seither vorne mit. Daria Domracheva wieder vor Witkova, dahinter Franziska Hildebrandt. Ihr bestes Ergebnis überhaupt in der Karriere. Ihr hat sichtlich gut getan, dass sie im Prinzip oder dass ihr drohte, ganz rauszufallen. Jawohl, aus dem Kader, so. Aus der Mannschaft. Klasse macht es. Mutig sein und Windfahne anschauen. Sie hat sich geschüttelt, hat analysiert für sich selbst und kommt hier wirklich viel, viel besser zurück in diese Weltcup-Saison. Sukalova jetzt schon am Schießstand, an der Einfahrt zumindest zum Schießstand. Enrico Groß hat es gerade gesagt, achte auf die Windfahne. Heute etwas mehr Bewegung an den Windfahnen zu erkennen, etwas mehr Luft im Schießstand. Und da musst du ganz wachsam sein, denn die geringsten Windfahnenbewegungen hier in Ruppolding können schon einiges signalisieren. Also immer gut schauen, wie hängen oder ja, wie hängen die Windfahnen. Kleinen Scheiben abgeräumt, 4,5 cm ja im Durchmesser, im liegenden Anschlag. Franziska Hildebrandt ist da, wird gut geschossen. Strafrunde jetzt für Daria Domracheva. Sicheres Schießen von Franziska Hildebrandt im Einzel vorgestern. Alle 10 Liegenschuss im Ziel. Da hatte sie nur einen Fehler beim letzten Anschlag im Stehenden und hatte dazu die 9. Laufzeit. Das ist richtig gut. Da hat sie sich richtig rangepirscht an die Weltspitze. Jetzt also an 3. Position. Abstand hat sich ein wenig vergrößert im Vergleich zum Start. 3 Sekunden. Und Franziska Preuß fehlerfrei geblieben. Dahlmeier 4 Treffer. Und der 5. Und Andrea Henkel muss in die Strafrunde mit einem Fehler. Also einmal 150 Meter extra. Bedeuten gut 20 Sekunden, die dazukommen. Marie-Laure Brunet haben wir hinten gesehen. Thora Berger hier mittendrin. Da haben wir sie. Mit der Startnummer 5. 5. im Weltcup. Und noch nicht so souverän wie im vergangenen Jahr. Franziska Preuß sehen wir hier. Sehr schnell hat sie geschossen. Sehr gut, sehr sicher. Fehlerfrei geblieben. Man sieht hier ja nur sehr schön den Schießrhythmus. Der war perfekt gewählt. Durchaus mit Risiko. Und Andrea Henkel als 21. zurück auf die Strecke. Ja, Franziska Preuß war ja selbst nicht ganz so zufrieden mit ihrem Schießen. Und hier Gabriela Sukalova. Perfekte Haltung im Liegendanschlag. Sportschützen legen viel direkter hinter dem Gewehr. Die Biathleten etwas seitlich versetzt, um etwas mehr atmen zu können und auch zu müssen. Ganz klar aufgrund der Belastung. Also sie bestimmt dieses Rennen hier von Beginn weg. 3. Laufzeit hatte sie im Sprint. Einen Fehler im ersten stehenden Anschlag. Ansonsten ist sie da prächtig durchgekommen. Laura Dahlmeier sehen wir hier rechts. Links die Polin Veronika Nowakowska-Sinjak. Hört es sehr schön, wie es hier knirscht, wie es ja doch eisig ist. Das ist das Salz, das hier nochmal aufgebracht wurde, um beide Rennen heute natürlich gut über die Bühne zu bringen, die Herren ja später. Ja, und Sven Fischer, der hier heute früh rumgelaufen ist, hat gesagt, das wechselt immer so ein bisschen ab. Da ist mal Eis, da ist es mal tief. Ja. Musst du richtig aufpassen und aufmerksam sein. Ja. Veronika Witkova und dahinter
Franziska Hildebrandt. Rückstand von Franziska Hildebrandt war 29 Sekunden nach dem Schießen. Witkowa verliert, ist auch nicht die beste Läuferin. Franzi ist sehr gut im Zentrum, fünfmal sauber Zentrum, ja, schön nachhalten, ja, gell? Wichtig. Ja. Und schön Hildebrandt, gleich schnell wie Sukalova. Also sie verliert nichts im Laufen, Franziska Hildebrandt. So, und hinter Daya Domracheva, da haben wir Valentina Semerenko. Die führt die Wertung in der Verfolgung an. Das ist ja das vierte Verfolgungsrennen in dieser Saison. 8 gibt es insgesamt. Und ziemlich genau auf den Tag, in 4 Wochen in Sochi ist es dann soweit. Da gibt es die olympische Verfolgung. Und da möchten sie natürlich mitmischen. Die starken Schützinnen auch, Franziska Preuß. Wenn die Windfahne wieder so anzeigt, 2 bei rechts. Sehr gute Treffer leicht rechts. Und Laura, sehr gute Trefferlage. Der dritte war Treffer rechts. Das passt so. Andrea Henkel als 21. ist hier aus dem Skistand mit 1,29,4. Ja, hier sieht man mal sehr schön, wie tief es an der einen oder anderen Stelle auch ist. Ja, und 10 Sekunden verliert Andrea nach dem Schießen. Also Franziska Hildebrandt, immer wieder überrascht sie in diesen Tagen durch gute Laufleistungen. Nichts verloren auf Sukalova, Henkel dagegen 10 Sekunden. Also eine sehr gute Laufleistung und Schießleistung von Franziska Hildebrandt bis hierhin. Ja, tolle Kulisse, auch heute wieder. Guter Rahmen für diese vierte Verfolgung der Damen über 10 Kilometer. Gabriela Sukalova, zweites Liegeschießen. Bravo. So, den wollte sie unbedingt, ja. Den letzten Treffer. Macht sie ganz souverän, in aller Ruhe auch. Sucht den guten Rhythmus. Lässt sich nicht unter Druck setzen von den Verfolgerinnen hier. Muss sie auch nicht. Der Abstand ist groß genug zugunsten von Gabriela Sukalova. Schuss geht ins Schwarze. Valentina Semerenko, 2 Strafrunden. Auch Daya Domracheva mit einer weiten Runde. Die weiteren Runde, die aber schon wieder aufgeschlossen hatte. Die starke Läuferin. Und Franziska Hildebrandt hält sich da ganz vorne mit drin. Dritter Platz. Im Moment 28,2 Sekunden der Rückstand. Schauen wir auf die anderen. Franziska Preuß. Jawohl, fehlerfrei. Fehlerfrei. Hier haben wir Tora Berger. Und hier haben wir Franziska Preuß, die das ja liebt, dieses Schießen Frau gegen Frau. Wenn alle zusammen reinkommen. Fünfte, ganz stark. Momentan Hildebrandt auf 3, Preuß auf 5. Und sehr schön kann man immer sehen, wie Franziska Preuß durch ihr schnelles Schießen Zeit gut macht. Hat hier wirklich sehr viel Zeit gut gemacht. 10 Sekunden mindestens auf ihre Konkurrentin Andrea Henkel fehlerfrei. Jetzt auch alles. Anastasia Kusmina mit 3 Fehlern auffällig. Wie gesagt, auch Domracheva jetzt eine gute Minute zurück. 1:03. Starke Russin mit Irina Staric. Auch alles getroffen. Mit der 17 läuft hier Andrea Henkel durch die Zeitnahme. Franziska Preuß, da kannst du sehen, wie schnell sie geschossen hat. Ciao. Hervorragend. Ja, sehr gute Einlage von ihr. 5 sehr schnell abgefeuerte Schüsse. Und das ist der Rücken von Franziska Hildebrandt. Ja,
Auch sie ist sehr sicher. Und sie verliert keine Sekunde. Im Gegenteil, eine Sekunde insgesamt hat sie schon gut gemacht auf Sukalova. Also sie bringt die gleiche Leistung wie die Führende. Ist ganz vorn dabei mit ihrer individuellen Leistung heute. Hervorragend. Das ist der Blick nach dem zweiten Schießen aufs Tableau. Viele, die alles getroffen haben. Vorne Sukalova vor Witkova und Franziska Hildebrand. Auf 5 Franziska Preuß. Auf 9 Laura Dahlmeier. Also 3 deutsche Damen unter den besten 10. Andrea Henkel als 19. mit 1,35,9 Rückstand. Und auch das rote Trikot, getragen von Valentina Semerenko, ist da ein Stück weit zurückgefallen. So, und Franziska Hildebrand hat Rang und Position 2 übernommen, hat Witkova überholt. Zeugt von viel Selbstvertrauen. Momentan auch im Gesamtweltcup ja die beste Deutsche auf Position 13. Dieser vierte Rang hat sie um 2 Plätze noch weiter nach vorne gebracht, von 15 auf 13. War ihre dritte Top-10-Platzierung und ich habe es gesagt, die beste überhaupt. Dieser vierte Rang. Der nächste Schritt, der würde jetzt aufs Podium führen. Jawohl, das wär's doch mal. Immer schön reinspringen, ganz wichtig. Mach's gut so. Im Laufen bist voll dabei, das passt. Gut so, sehr schön. Voll dabei ist gut gesagt. Sie hat Zeit gut gemacht gegen Sukalova nach dem Schießen. 3 Sekunden. Hervorragende Laufleistung von Hildebrand. Ja, Franziska Preuß, das haben wir gesehen in den ersten Runden, kann läuferisch nicht ganz mithalten, aber solange sie so schnell schießt, ist das alles in Ordnung. Da wird sie jetzt zwar überholt, ja, aber wir werden auch nicht müde, nicht zu viel zu verlangen von diesen jungen Athletinnen. Das ist gut so. Dora Berger hier mit der 5 läuft an ihr vorbei. Sind alle in der Lernphase, auch Franziska Preuß, ihre erste Saison im Weltcup-Team und das so beständig, alle Rennen bestritten. Ja, klasse so. Komm auf, geht's auf. Gehen wir fest davon aus, dass sie in der kommenden Woche in Antols eines sicher auslassen wird. Das macht's gut so. Ganz konzentriert arbeiten. Ja, und die 2 wichtigen Schießen, die kommen erst. Ja. Jetzt wird's das Liegenschießen bei diesen Verhältnissen aus dieser Anfahrt an diesen relativ leichten Schießstand ist ja seine. Aber stehend schießen mit zunehmender Ermüdung ist es dann schwierig hier zu treffen. Und der Druck wird natürlich immer größer, ganz klar. Man merkt ja selbst, wo man liegt und will dieses Ergebnis mindestens bringen. Franziska Hildebrand. Jawohl, auf geht's. Und Veronika Witkova. Dahinter Julia Cima aus der Ukraine. Und dann kommt die Weltmeisterin des Vorjahres, Dora Berger. Die Olympiasiegerin in Vancouver hieß Magdalena Neuner. Ja, und Dora Berger einfach vielleicht auch mental in dieser Saison nicht so frisch. Nach der strapaziösen, der siegreichen, der so großartigen im vergangenen Jahr, als sie den Gesamtweltcup gewann mit 11 Siegen. Da gab es viele Termine über den Sommer, da fand sie nicht so richtig zur Ruhe. Und vielleicht hängt ihr das Ganze, das sagt man ja häufiger mal, nach solch großen Jahren noch ein wenig nach. Sukalova, erstes Stehenschießen auf die 50 Meter entfernt stehenden Scheiben. 11,5 Zentimeter sind es. Der Durchmesser dieser schwarzen Punkte in echt. Also die bringt bislang überhaupt nichts aus der Ruhe. Das gelbe Trikot längst keine Last mehr für die Tschechin. Auch nicht vorne wegzulaufen. Das macht sie richtig gut. Mittlerweile ganz souveräne Athletin. Richtig gut. So, Franziska Hildebrand. So, Strafrunde vermeidet. Ja! Die Schüsse 11 bis 15 ins Schwarze. Die direkten Begleiterinnen von eben müssen abbiegen in die Strafrunde. Franziska Hildebrand auf der 2. Position. Super Rennen bislang. Dora Berger jetzt in ihrem Paradeanschlag. Franziska getroffen. Franzi, jawohl. Auch hier 5 Treffer. Damit bleibt sie weiter im Spiel da vorne. Momentan wird gut geschossen. Kaiser Mäkereinen auch mit 5 Treffern. Auch Kirill Eckhoff
So, also Hildebrand hinter Sukolova, dann Berger, dann Preuß auf der Position 4, vor Witkova, dann Cima. Alles innerhalb einer Minute. Auch Laura Dahlmeier zieht nach. Andrea Henkel drückt mir jetzt mal besonders die Daumen, dass sie hier ein gutes Ergebnis bekommt. Ja, sehr gut. Fantastisch. Dass sie sich noch mal richtig feiern lassen kann von den deutschen Fans bei ihrem erst letzten Auftritt. Bei einem deutschen Weltcup, Laura Dahlmeier auf der 13. Position. Und da kommt Andrea Henkel. Und da haben wir noch mal Gabriela Sukalova. Die hier sehr ruhig schießt. Etwas Glück gehabt. Glück gehabt. Ja, aber das ist das Glück des Tüchtigen. Ganz klar, das braucht man auch, um ein Rennen zu gewinnen. Und macht sie sehr gut. Hat nicht immer den schulbuchmäßigen Anschlag, aber sie trifft ganz sicher. Was mich freut, ist, Franziska Hildebrand holt Zeit auf, wenn es auch nur wenige Sekunden sind. Aber Franziska Hildebrand natürlich, die holt Zeit gegen die Führende auf. Und das ist schon beeindruckend. Also eine tolle Leistung. Ich kann es nicht genügend. Auch eben in dieser Konstanz über die Saison hinweg. Da war nirgendwo ein schwaches Rennen. Und hier schauen wir mal auf Tora Berger. Ja, die gewohnt schnell schießt und jetzt auch mal wieder ihren Rhythmus gefunden hat. Da, beim vierten setzt sie etwas ab, aber dann der fünfte gleich drauf. Hervorragend. Ja, Massenstadion Oberhof hat sie ja gewinnen können. Das also das Bild. Da waren es nur noch zwei unter den Top Ten. Franziska Hildebrand auf der zweiten Position, Franziska Preuß auf vier. Und weiter vorne, da kommt sie. Laura Dahlmeier tut sich etwas schwer im Laufen heute. Sie trifft zwar alle Scheiben, aber kann das Tempo nicht ganz halten. Mit gleich 1,22,4. Der Rückstand ist gar nicht so schlecht, aber es kommen von hinten immer mehr Athletinnen. So, jetzt schauen wir hier. Der Rückstand war 25,4 von Franziska Hildebrand. Ja, und da hat Franziska Preuß. Jawohl, super. Eine ordentliche Lokomotive so, mit ganz Tora gut. Berger. Im Laufen bist du schneller wie Sukolova. Passt so, auf geht's. Ja, und Berger kommt jetzt erstmal nicht weg von Franziska Preuß. Die sind 5 Sekunden eigentlich hintereinander weggelaufen vom Skistand. Ah, also Berger vor Preuß. Super. Sehr gut. Der Übergang ist sehr gut. Super gearbeitet. Komm, auf geht's. Hat sich schön mitziehen lassen. Da haben wir Kaisa Mäkäräinen, die Finnin, alle Rennen laufen will, bis Sochi nichts auslassen will. Auf dem 5. Rang. Also auch in Antols dabei sein wird. Hier Daja Domracheva, die die Verfolgung in Oberhof gewonnen hatte. Eine von 3 Siegerinnen in diesem Jahr. Solemdahl, Valentina Semerenko und Daja Domracheva haben die bisherigen Verfolgungsrennen gewonnen. Ja, und Domracheva 3 Fehler bisher. Das kannst du eben gewohnt nicht aufholen auf diesen kurzen Runden. Jetzt sehen wir Laura Dahlmeier hier. Hopp, hopp. Schön reinspringen, ja, ganz ist nicht locker viel, bleiben. Aber schön es sind immer so Platzierungen, die sie so verliert. Ja. Und hier in der Studie Gabriela Sukalova, wie wir es dieser Tage schon gesehen haben. Immer ganz konzentriert, fokussiert. Muss man eben auch bei diesen Bedingungen hier. Die sind jeden Tag ein bisschen anders. Geht weit raus hier in dieser Kurve. Ja, hat hier, ist angerutscht im ersten Teil der Kurve und hat das Tempo so weit runter gebremst, dass sie dann auch umtreten kann. Also die ganz sichere Variante hat sie hier gewählt. Alles ganz sicher bislang im Rennen von Gabriela Sukalova. Von Beginn an gutes Tempo gewählt, sehr sicher geschossen damit. Und jetzt hat sie es in der Hand, ob es ein Start-Zielsieg wird. Läuft natürlich nicht das höchste Tempo. Sie hat ja Zeit. Sie kann sich ihr Rennen so einteilen, dass sie sich jetzt sicher fühlt am Skistand. Da hinten sehen wir Franziska Hildebrand, die Zeit gut gemacht hat. Noch nicht so viel, dass sie Sukalova unter Druck setzen kann. Aber das wäre ja auch ein wenig viel verlangt.
So, Franziska Hildebrand läuft jetzt neben Sukalova auf die Matte. Da haben sie die Scheiben von Franziska Hildebrand. Da geht es jetzt ums Podest, um den ersten Podestplatz in dieser Saison. Ja, irgendwas stimmt hier mit dieser Einblendung für Sukalova nicht. Jetzt ist sie schon, ist sie weg. Also alles getroffen, Gabriela Sukalova, das stimmt. Das wird der Startzielsieg für die Frau aus Tschechien. Jetzt Franziska Hildebrand mit zwei Fehlern. Drei sogar. Oh. Das ist bitter. Damit ist das Podium weg. Tora Berger trifft, übernimmt die zweite Position. Franziska Preuß ist die Hoffnung. Ja, so, eine muss aber auch in die Runde. Auch Kaiser Mäckereinen. Sukalova also gewinnt diese Verfolgung vor Tora Berger. Wer schnappt sich den dritten Podestplatz? Veronika Witkova. Daja Domracheva, ungewohnt. Wieder zwei Fehler. Und das ist richtig bitter. So ein gutes Rennen gemacht. Bin ich gespannt, wie sie sich dann, vielleicht hat sie sich nicht richtig eingeteilt. Keine Ahnung, was da war beim letzten Schießen. Aber die drei Fehler, die haben sie dann leider vom Podium geworfen. Für mich ganz einwandfrei zu erklären. Sie war noch nie in dieser Situation. Ja. Sie konnte aufs Podest, sie konnte den zweiten Platz erringen. Da fängt sie an zu denken und zu hoffen. Und dann geht es eben total daneben, denn sie kann es ja besser. Wir haben es gesehen dreimal vorher. Wenn es denn dann so ist, muss sie es unter der Rubrik Erfahrung mitnehmen. Und beim nächsten Mal klappt es dann sicher schon besser in dieser Situation. Andrea Henkel. Jawohl, positiver, guter Abschluss für sie. Letztes Schießen, während Franziska Hildebrand jetzt endlich raus darf aus dieser Strafrunde. Und wir schauen mal, Franziska Preuß, das sind 6 Sekunden auf Rang 3 auf Veronika Witkova. Da muss sie jetzt alles geben, ja. Franziska Preuß. Witkova kann sie einholen vielleicht, aber hinten kommt Kaiser Mäckereinen. Die kann wiederum Franziska Preuß einholen. Und hier sehen wir jetzt noch mal das Schießen von Franziska Hildebrand. Da sind ihr ein wenig die Nerven durchgegangen. Da hat sie zum Nachdenken angefangen. Beide Fehler links, drei Fehler links. Schade. Ja, aber sie wird die Chance wiederbekommen. Da bin ich überzeugt. Ja, und ein souveräner Auftritt, kann man überhaupt gar nicht anders sagen, von Gabriela Sukalova. Von Anfang an ist hier losgegangen mit 17 Sekunden Vorsprung vor Daja Domracheva. Franziska Preuß überholt Chima. Genau, Julia Chima aus der Ukraine. Also Rang 4 im Augenblick hat sie sich verbessert. Und da haben wir gesehen, Witkova ist nicht weit vorne. Das könnte noch gehen. Ja, nach dem Schießen waren es 6 Sekunden. Und hier haben wir Tora Berger. Ein weiterer Podestplatz für sie und für Gabriela Sukalova. In der Summe der 7. Weltcupsieg. Zum zweiten Mal gewinnt sie die Verfolgung. Auch Sprint hat sie schon zweimal gewonnen. Einen Massenstart, also in allen Disziplinen stark. Und die Frau der letzten Runde, Tora Berger. Es ist noch genug Zeit bis Sochi. Bin davon überzeugt, dass sie da wieder bei besten Kräften ist und mitreden wird, wenn es darum geht, die Medaillen zu verteilen. So. Jetzt schauen wir, Franziska Preuß auf ist Rang vorbei 3, ja. An Witkova. Aber sie ist auf 3, das wird jetzt hier auch registriert im Stadion. Ja, komm, auf geht's, Franziska! Aber hinten kommt Kaiser Mäckereinen, das ist jetzt ganz, ganz ein harter Kampf. Das ist sie, die Finnin, mit der 10. Ja, das wird schwierig, das wird sie wahrscheinlich, nein, das wird sie nicht halten können. Kaiser Mäckereinen springt heran, weiß natürlich hier um ihre Chance. Das ist eine Stelle, wo sie angreifen kann und attackiert und zieht hier in einem Zug vorbei und schubst Franziska Preuß wieder vom Podest. Franzi, genau, jetzt muss dranbleiben. Bleib dran hier, nicht locker lassen, nicht locker lassen. Komm, auf geht's, schieb rein. Eine reine Willenssache jetzt für Franziska Preuß. Es ist etwas viel verlangt, hier gegenhalten zu können, gegen Kaiser Mäckereinen. Dazu ist Franziska Preuß noch zu jung, noch läuferisch noch nicht ganz so weit. Das kommt erst in ein, zwei Jahren. Aber trotzdem eine hervorragende Leistung absolut von Franziska. Kann man nicht hoch genug bewerten. Das beste Weltcup-Ergebnis, wenn sie sich auf der Position hält, für Franziska Preuß. Und hier haben sie den Abstand gesehen von Gabriela Sukalova auf Tora Berger.
Die ist 20 Sekunden hinter Sukalova gewesen. Nach dem vierten Schießen waren 27, also holt ein wenig auf. Ja, aber Sukalova ist ja schon wieder hier. Sagt sich, mir ist egal, mit wie viel Vorsprung dass ich gewinne. Gell? Auf dieser kurzen alles Runde. Also, sie hat es ja richtig gut gemacht. Kompliment, tolles Rennen von Gabriela Sukalova ohne Wackler. Alles getroffen, 20 Mal sichere Schützin, gute Laufform. Da passt vieles zusammen für den Moment bei Gabriela Sukalova. Jawohl, und das genießt sie natürlich jetzt einmal, die Fahne ihres Landes auch ins Ziel zu tragen. Ein paar Fans haben wir gesehen aus Tschechien. Das zieht natürlich dann auch die Fans an die Weltcup-Strecken, wenn sie eine solche Athletin haben, die jetzt vorne mitläuft. Siebter Weltcupsieg also für Gabriela Sukalova. Und Thora Berger mit ihrem dritten Podestplatz in dieser Saison. Nach Sieg beim Massenstart im Oberhof, im dritten Rang im Sprint von Östersund. Jetzt also zweite in der Verfolgung hier in Ruppolding. Und da kommt Kaisa Mäkäräinen. Es sind wieder drei Spitzenathletinnen, die da ganz vorne sind. Und Franziska Preuß, die wehrt sich dahin. Die muss sich wehren, um diesen vierten Platz halten zu können. Ihr bestes Weltcup-Ergebnis sieht super aus. Ja, ja, da ist sie vorne vor Witkova. Also Mäkäräinen nimmt den dritten Podestplatz ein. Und Franziska Preuß, die wird hier gefeiert, zu Recht. Vierter Platz für die 19-Jährige. Hat gut gekämpft, Kaisa Mäkäräinen für sie nicht zu halten. Gutes Rennen, bestes Weltcup-Ergebnis ever vor Witkova und Chima. Dann Tiril Eckhoff, zweite Norwegerin auf dem siebten Rang. Valentina Semerenko, die Frau im roten Trikot, heute achte. Also gleiches Ergebnis wie auch im Sprint. Und Kaisa Mäkäräinen bedankt sich bei den Technikern. Offensichtlich sehr gute Ski gehabt, die gut gelaufen sind. Das hilft natürlich. Und Franziska Preuß, die hat sich erholt. Der Dank ans Publikum. Und da kommt sie an, geschlagen am Ende, Franziska Hildebrand. Bis zum vierten Schießen. Eine tolle Ausgangssituation gehabt, ein prima Rennen geliefert. Am Ende ist es dann der unbefriedigende 13. Platz. Das wird sie sicher ärgern. Da war das erste Podest der Karriere drin. Andrea Henkel verabschiedet sich von den deutschen Fans mit einem 14. Platz. In der kommenden Woche in Antholz noch einmal ein Sprint, eine Verfolgung und eine Staffel. Laura Dahlmeier auf Position 19. Da werden die Trainer jetzt analysieren und schauen, wen sie wo einsetzen, wer mal eine Pause braucht vielleicht auch. In Richtung Sochi und danach dann den Aufbau beginnen auf die Olympischen Spiele. Und wenn man mal die isolierte Zeit von heute nimmt, also vom Start bis ins Ziel, ist die schnellste Tiril Eckhoff gewesen. 1,6 Sekunden vor Thora Berger und nur 5,6 Sekunden vor Franziska Preuß. Franziska Preuß heute die drittbeste Leistung des Tages überhaupt und nur ganz knapp hinter der Spitze. Also für mich gehörten eigentlich diese isolierten Zeiten auch immer irgendwie honoriert, sei es jetzt mit Punkten oder mit Geld, also weil diese Leistungen des Tages sind ja hervorragend und die gehen immer so ein wenig unter. Und das ist heute eigentlich eine Podestplatzierung für Franziska Preuß, wenn man die Leistungen des Tages heute betrachtet. Wenn man ihr isoliertes Rennen betrachtet, hatte ja schon im Einzel die 8. beste Laufzeit. Also die kommt auch immer besser in Laufform.